Hallo, 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 willkommen zu einem Schnitzelabend. Meine Güte, lange ist es wieder her. Letzte Woche Donnerstag hatte ich ja meine Prüfung und abends war ich dann ziemlich fertig und das hatte auch einen Grund. Ich bin nämlich richtig krank geworden. War ich einfach platt und ich bin auch immer noch krank geschrieben. Ich bin immer noch nicht ganz auf die Beine, aber schon deutlich besser als letzte Woche Freitag. Und deswegen freue ich mich jetzt, mit euch hier in den Schnitzelabend reinzugehen. Und was mich auch freut, es gibt neue Ankündigungen. Morgen. Morgen gibt es einen Entwickler-Livestream. Kapitel 4 von Age of War kommt. Und wenn ich das eben richtig, richtig überflogen habe beim Lesen, am 2. April soll es kommen. Ich bin gespannt. Verstümmelung sind an der Tagesordnung, war mein Lieblingssatz in diesem Text. Der hat sich eingeprägt. Also, irgendeine Jagd wird wohl auf uns warten und Säuberungssystem wird nochmal ein bisschen verbessert und der Battle Pass soll nochmal verändert werden. Oder also, es gibt auf jeden Fall neun. Das System soll aber nochmal ein bisschen angepasst werden. Also, viele, viele Dinge, die uns erwarten. Ich freue mich drauf. Und ich, ihr seht es vielleicht schon, bin gerade bei meiner Säuberungsbase, weil wir haben jetzt nicht mehr ganz so viel Zeit für meinen Battle Pass. Ich bin noch nicht ganz fertig. Ein paar Levelchen brauchen wir noch. Und ich wollte jetzt hier heute die Hand des Krieges besiegen. Und habe dann gesehen, dass wir hier bei den Reisen auch, da muss ich auch nochmal vorankommen, Säuberungsverteidiger jetzt haben. Und hier muss ich noch eine Säuberung beginnen und eine Säuberung abschließen. Das machen wir jetzt mal. Ganz entspannt, aber mit einer zum Einstieg, ja, wird Stufe 1. Damit wir auch einfach auf Nummer sicher gehen. Ich habe meine Leute schon soweit mit Essen versorgt. Ob das hier schon gereicht hat. Oh, Alter, bin immer noch auf Stufe 3. So. Jetzt müssen wir Stufe 1 haben. 2? Ach, weil ich die Schätze hier habe. Ach, guck mal. Jetzt hier Schätze stehen. Die machen was aus. Kann ich die wieder ins Inventar packen? Ja, großartig. Jetzt sollten wir aber locker auf Spürstufe 1 sein. Die schaffen wir, ohne dass wir irgendwelche Angst haben müssen, hier was zu verlieren. Großartig. Wir nehmen den Janus mit und die Dalinsia wieder. Bauen vorne noch ein paar Palisaden auf. Die sind ja beim letzten Mal ziemlich kaputt gegangen. Schwupp. Dann nehmen wir hier so einen Abkürzungsweg. So, machen wir hier den Eingang wieder schick. Bomben brauchen wir, glaube ich, heute nicht. Nicht für Stufe 1. Das sparen wir uns dann für die höheren Stufen wieder auf, weil es hat tierisch Spaß gemacht, hier alles in die Luft zu sprengen. War ja voll mein Ding. Jetzt sollte ich Explosionsmeisterin oder so hier werden. So, machen wir den Eingang schön dicht wieder. Und vielleicht machen wir hier auch noch wieder was ran. Hier sind die auch immer rangelaufen und dadurch haben die auch Schaden bekommen. Das war eigentlich ganz cool, wenn wir hier die dann auch stehen hatten. Ich hoffe nur, dass die nicht irgendwann sagen, ja, das ist alles zu dicht gebaut. Wir starten hier gar nicht erst. Haben wir natürlich ein Problem, ne? Aber hat ja die letzten Male auch noch ganz gut geklappt. So, ich denke, das reicht. Laufen wir nochmal auf die andere Seite, bauen da noch ein paar hin. Oh, das habe ich hier falsch gedrückt. Ah, wieder alles kaputt hier. Ja, Stufe 10 Purge. Nein, Stufe 1. Nur für Reise- und Kriegshand töten als Herausforderung. Ganz easy peasy. Lemon cheesy hier heute zum Einstieg. Und hallo, Vendetta. Schön, dass du da bist. So, das muss reichen. Das muss reichen.
starten wir das Ding. Guck mal, hier haben wir auch noch ein paar Bomben. Vielleicht fliegt ja doch noch was in die Luft. Wäre ja ganz cool. So, ihr bleibt alle schön hier drinne. Ihr habt da oben, glaube ich, auch noch Pfeile. Das sollten wir auch nochmal gucken. Ja, das sieht noch gut aus. Du hier? Du hast auch noch genug. Ja. Ich denke, das sollte funktionieren. Auf geht's. Wohlstand verkünden. Nein, ich flieg nicht in die Luft. Nur die Gegner. Nur die Gegner. So, jetzt bin ich mal gespannt, wo die sich aufbauen. Wir öffnen die Tür und warten mal ganz gespannt. Oder es kommt gleich wieder eine Nachricht. Die sind zu verbaut, die trauen sich nicht her. Oh, doch, 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 es wird sich aufgebaut. Wo denn? Wo sind sie denn? Die Schnuggelchens? Eine Säuberung beginnen. Reiseschritt abgeschlossen. Da unten. Oder? Yes. Guck mal. Und wo kommen die jetzt hoch? Ah, hier. Na, dann wollen wir die doch mal mit Kusshand begrüßen. So, wir wollen hier kämpfen. Kommt hier im. Genau, da könnt ihr euch nämlich schon mal ein bisschen verletzen. Das ist ganz in meinem Sinne hier. Mal Säuberungsgegner töten ist sogar auch eine Herausforderung. Ist ja praktisch. So, wir müssen so ein bisschen unsere Leute im Blick behalten. Hier der Demolierer, der läuft schon schön an den Zacken vorbei. Der Attacker. Was? Oh, die haben beschlossen aufzugeben. Nein! Das will ich nicht. Das will ich ganz und gar nicht. Wo ist euer Chef? Ihr könnt hier nicht einfach aufgeben. Nein! Will ich nicht. Das gibt's doch nicht. Warum habe ich denn immer so ein Glück hier? Kann ich das öffnen? Ich glaube, ich habe noch so ein paar Schlüssel hier. Nee, geht nicht. Das ist doch wohl die Dreistheit überhaupt. Voll die Dreistheit. Nur weil ich da so ein paar Palisaden hingestellt habe. Ist doch ekelig. Starte ich das nochmal? Ist mir egal. Ihr Feiglinge. Ja, ich habe meine Base zu dicht gebaut hier. Warum denn nur? So. Mach das doch mal von vorne. Los geht's. Vielleicht muss ich die einmal hier zur Tür rankommen lassen. Damit die sich auch was trauen. Wo sind eigentlich meine Begleiter? Passiert gerade nichts. Warte noch mal ein paar Minütchen. Aha, jetzt. Wahrscheinlich wieder da drüben. Nur nicht in die Bombe fallen. Ah ja, da sind sie. Hallo, ich warte schon auf euch. Jetzt habt ihr auch einen weiteren Weg. Ja, da kommen sie. So, wir lassen die zur Tür kommen. Da Lindsay, ja, lauf nicht in die Bombe. Sie ist in die Bombe gelaufen. Das gibt's doch nicht. Hoshi, die war nicht für dich bestimmt. Okay. Meine Base ist zu verschlossen. Ist schlecht.
Was machen wir jetzt? Doch Stufe 2. Dann starten wir doch die Stufe 2 in der Hoffnung, dass die sich hier reintrauen. Gibt's ja gar nicht. Ja, du hattest fast recht. Aber es war diesmal meine Begleiterin und nicht ich. Ich war das nicht. So, ein paar Goldmünzen rein da. Gucken wir mal, ob das für Stufe 2 reicht. Reicht. Bestätigen. Ist doch voll bescheuert, wenn die jetzt hier nicht durchkommen. Jetzt muss ich nochmal die Tür wegreißen oder sowas. Okay. Das Lager baut sich auf. Da, auch dann sagen die auch gleich wieder, die können das nicht erreichen. Ich glaube, das ist zu weit weg. Vielleicht muss ich die einmal reinlassen hier. Okay, oder auch nicht. Lass mich raus hier. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die wieder sagen, die kommen nicht weiter. Ja. Mann! Nervt mich. Ich mache jetzt die Tür weg. Automatisch schließen, deaktivieren. Tür schließt nicht mehr automatisch. Ich mach die mal auf. So, wir lassen jetzt die Tür einfach mal auf und heißen unsere Gäste willkommen. Zumindest die da vorne. Ich habe irgendwie nicht so Glück hier mit meinem ganzen Purge-Gedöns. Aber bin ich ja so stolz auf meine Base. So, die mal wieder zu. Und vielleicht fliegt ja hier noch jemand in die Luft. Die haben bestimmt Angst vor der einen Bombe, die hier noch liegt. Wie unglaublich gerne ich noch mehr jetzt hingesetzt hätte. Weil es ist doch wirklich nicht schwer, hierher zu kommen. Bitte euch. So, hier ein schöner Garten. Die Tür ist auf. Wenn das jetzt nicht klappt, weiß ich auch nicht. So, die bauen sich auf. Frage ist wieder wo? Reicht mal, wieder da hinten. Aua, Stacheln. Ich habe mich selbst gepiekt. Das Problem ist, dass die halt auch so weit rumlaufen. Ich denke, hier hätten die doch einen viel kürzeren Weg. Guck mal, die laufen immer da ganz hinten rum, bis sie dann endlich mal vor der Haustür sind. Ist doch klar, dass das dauert. Und das Problem ist, ich muss ja diese Wellen überleben. Vorher kommt ja die Kriegshand gar nicht, richtig? Guck mal, da kommen sie doch schon. Ich muss hier vielleicht nochmal eine Tür hinsetzen. So, jetzt ist einer drin. Irgendwie mache ich gerade keinen Schaden. Nee. Treten wieder zurück. Boah, so frustrating. Aber es ist doch einer reingekommen. Ich raste aus. Meinst du diese?
Mach mal ein paar weg. Ich hab's ja schon ein paar Mal gemacht mit so ein paar Dingern hier. So. Vielleicht mach ich hier nochmal zwei weg. Die anderen lasse ich jetzt aber. Oh, hier ist doch alles frei. Das schaffen die. Den setze ich doch nochmal hier hin. Das macht mein Monk nicht mit, dass hier jetzt nicht so ein Gedöns ist. So. Versuchen wir es nochmal. Versuch nochmal. Ich habe nicht mitgezählt. We try it. So, kannst du hier nochmal Wohlstand verkündeln? Dankeschön. Vielleicht sind sie ja jetzt mutig. Es lohnt sich halt vielleicht auch nicht für so einen kleinen Key-Schatz hierher zu kommen, ne? So, wollen wir hier einfach mal die Türen offen lassen. So, jetzt ist das da hinten schon mal wieder weg. Dann kann sich da gleich ein neues aufbauen. Erster Versuch, ja, genau. Erster Versuch jetzt. Jetzt wenigstens eine Säuberung beenden, damit ich diesen Reiseschritt abgeschlossen habe. Das wäre doch schon mal cool. So, okay, die bauen sich schon mal nicht da hinten auf. Das ist, in Ordnung. Wieder hier. Wo denn? Irgendjemand was sehen? Wo kommen sie denn her? Tja. Das ist jetzt eine gute Frage. Die schießen schon. Ach, von da hinten kommen sie. Ah ja, guck mal, jetzt laufen sie hier rein. Geil, dann empfange ich sie doch mal hier vorne. Ein bisschen zu eng hier zum Kämpfen. Kommt mal weiter her hier. Ah ja, meine Begleiter kommen auch. Ist ja auch mal schön, dass ihr dabei seid. Guck mal, offene Türen, ein bisschen weniger Palisaden. Wenn jetzt die zweite Welle auch gleich kommt, dann ja, kommen sie da hinten. Sehr gut. Das scheint zu funktionieren. Trifft hier nur nicht. Guck mal, die wollen direkt da rein. Aber es läuft auch keiner in die letzte Bombe da hinten. Huch, ich sehe nichts. Ich wollte mich hier hinstellen. Warte mal, stell dich mal hier auf die Ecke. Klappt nicht. Jetzt. Ach, guck mal, da ist noch so eine Bogenschützin. Da kommen die nächsten. Guck mal, da vorne ist eine Bombe. Pass auf, wo du hintrittst. Ja, ey, lauf rein, lauf rein, lauf rein, lauf rein. Okay, nein, meine Begleiter laufen rein. Kommt weg, kommt weg, kommt weg, kommt weg. Ist sie jetzt in die Luft gegangen? Irgendwie nicht, ne? Schade. So, da kommt eine mit ihrem Demolationsgerät. My set
Da kommen jetzt ganz schön viele. Die haben meine Palisade hier kaputt gemacht. Ist die andere jetzt durchgekommen oder ist sie tot? Muss mal reingehen und gucken. Hier glaube ich nicht getötet, ne? Ne, guck mal, da steht sie. Einfach so. Fräulein, so nicht hier. Ja, aber der verwinkelte Weg hatte für mich ja eigentlich tatsächlich voll die Bedeutung. Hier, da kommt er. Ich wollte damit die Wellen so ein bisschen brechen, dass sie sich hier drinnen verteilen und ja, durch Fallen schon mal so ein bisschen ausdünnen, ne? Das war so der Gedanke dabei. Aber ja. Ist wohl für das Spielsystem nicht so optimal. So, noch einer ohne Fahrschein. Oder kommt jetzt schon gleich die Hand? Hier schießt doch noch einer. Da. Da kommen die nächsten. Ich gehe rein, krieg kalte Füße hier draußen. Guck mal, die da drinnen wollen auch kämpfen. Und die kommen nicht. Das hört sich ja ein bisschen brutal da draußen an, ne? Hallo, ist hier jemand? Hallo? Ja, hier ist halt schon sehr eng, ne? Lauft mal alle in die Bombe. Okay. Die Hand fordert mich heraus. Sehr gut. Dann gönnen wir uns noch mal ein Tränkchen. Und dann gönnen wir uns doch mal eine Hand. Mein Schwert ist fast kaputt. Oh je, Mini. So. Kommt der her? Müssen wir hin? Ich weiß es gar nicht mehr. Wieder Kopfschmerzen. Das ist unfassbar. Ich häng fest. In the name of Set, identify yourself. Hier, da steht er und wartet darauf, dass wir ihn... Die haben sich aber weit hier in der Wüste aufgebaut. Ich triff den nicht. Gibt's auch nicht. Dann direkt auf die Hand hier. So, Feierabend. Säuberungsverteidiger-Reise abgeschlossen. Sehr schön. Victory! Wir haben es geschafft. Juhu! Lass uns reden. Mhm. Machen wir. So. Please, gib mir deine Schlüsselchen. Wollen wir doch mal hier öffnen. Reise ist abgeschlossen. Belohnung anfordern. Episch goldene stygische Plündererrüstung. Sehr schön. Geschafft. Was ist das hier? Triborgbau. Ich hatte vorhin noch was gesehen, wo ich noch weitermachen wollte. Genau, das hier können wir noch machen. Und hier, Gegner mit Beweglichkeitswaffe besiegen. Da können wir gleich mal irgendjemanden mit dem Bogen abmetzeln. Kommen wir da auch schon mal voran. So, wen oder was haben wir denn hier so in den Käfigen? Das sieht nach Tänzer aus. Keine Ahnung.
Und du bist ein mächtiger Kämpfer. Tja, ich kann mich nicht entscheiden. Wie viele Schlüssel habe ich denn? 3, glaube ich, ne? 3, 3, 3. Wo sind sie denn überhaupt hin? Ist ja doch eingepackt. Ach da. Ne, 5. Wir haben 3 Käfige und 2 Kisten. Kann ich doch alles machen. Das klingt gut. Dann nehmen wir erstmal hier den Kladderadatsch mit. Ein Thron. Hier ist jetzt irgendwie nichts Besonderes drin. Ein Bett. Ein bisschen Gold. Okay. Ja, das sind schon schönere Sachen. So, aber wir holen die alle mal raus. 1, 2. Du bist Odan der Biegsame. Ein T4-Künstler. Das ist ja schon mal cool. Jetzt habe ich 2. Azadi. Stärkung bekommen. Und du bist Samorianischer Barkeeper. Sehr cool. Nehmen wir die alle mit. Irgendwie. Jetzt habe ich hier so viele Tänzer. Der hier kann eigentlich direkt bei Purge Base bleiben. Der ist nicht so geil. Wenn wir den hier verlieren, ist nicht schlimm, aber wir haben jemanden, der dann da rumtänzelt. Den T4er bringen wir auf jeden Fall nach Hause. Und den Barkeeper, ich weiß gar nicht, was ich mit so viel Barkeepern will. Als nächstes kommt befreie einen Gefangenen. Ja, das ist gut möglich. Muss ich noch ein paar Purges machen. So, wo ist der Hoshi jetzt? Komm, wir gehen schon mal aufs Dach. Ups. Du sollst die Leiter benutzen, Kind. Du machst komische Dinge. Hab ich hier überhaupt noch Platz für jemanden? Er ist mir schon gefolgt, oder? Was ist er denn jetzt? Der Gute. Valencia ist gefolgt. Hier irgendwas. Da ist er ja. Hat ein bisschen Ladehemmung gehabt, der Kleine. So, guck mal, dann darfst du hier rumtänzeln für uns. Alles gegen die Verderbnis. Valencia, willst du sonst schon mal eben hier wieder warten? Dann kann ich nämlich die anderen holen. Und du bleibst ja sowieso eigentlich immer hier. Wo ist eine zweite Bartheke? Ja. Oh, apropos Bartheke. Hab ich noch voll an euren Server gedacht. Ihr habt ja dieses chinesisch aufgesetzte Haus bei euch da, Vendetta, ne? Und ich habe gesehen, im Bazaar gibt es ja jetzt diese Yamati oder Yamatati. Wie heißt das? Yamuti Mati Bar. Die passt halt vom Stil total da zu eurem Haus. Muss ich noch voll dran denken. Durch Zufall gesehen. So, folgen Sie mir. Folgen Sie mir. Ich glaube, jetzt folgt der mir aber nicht, ne? Oder können Barkeeper folgen? Ich glaube doch. Ach, guck mal. Folgen sogar zu dritt. Finde ich gut. Wunderbar.